sind wieder. Schön, dass ihr da seid. Heute machen wir wieder einen neuen Namen, und zwar der Name Nadine. Nadine finde ich nur klang ja echt schön. Nadine, am Ende halt das Dien, also N, Nadine. Ich wollte den Namen halt so, wie ich jetzt gerade gemerkt. Nadine bedeutet im Russischen die Hoffnung und im Arabischen Morgentau, wobei ich die arabische Variante, sowohl die arabische als auch die russische Bedeutung halt mag, also Hoffnung und Morgentau. Ja, und es gibt halt Varianten von Nadine halt mit E am Ende, das klassische halt, und Nadine halt ohne E, wobei ich ohne E das echt vom Kischkischbild her nicht so schön finde, obwohl beide Nadines jetzt in der vom Aussage her, von Aussprache her halt gleich klingen, halt Nadine und Nadine. Und ich kenne so circa mindestens so 15 Nadines. Hallo, ich grüße alle Nadines da draußen. Schön, dass ihr da seid. Und wie geht's euch so? Alles fit? Ich bin auch zu Abend, falls ihr mich kennen wollt. Das ist mir nebenbei. Ja, hallo, jetzt bin ich wieder da. Und jetzt zurück zum Namen, meine ich jetzt. Und ich mag den Namen halt sehr, weil er halt so einen Klang N, also Nadine halt ändert so. Ist auch ein bisschen, ist auch Französisch halt. Und ja gut, in Deutschland ist der Name sehr weit verbreitet. Vor allem in den 80er Jahren hat er einen richtigen Boom erlebt. Ja, weil es auch eine, Zeichentrickserie mit dem Namen Nadine gab. Und deswegen ist der Name auch so stark verbreitet. Und ja, mittlerweile ist der Name auch ein bisschen abgeklungen, weil es werden nicht mehr so viele Mädels Nadine genannt. Was ich schade finde, weil ich finde den Namen halt toll vom Klang her. Ja, und ja, berühmte Nadines ist zum Beispiel Nadine Hushold. Es ist diese Skeleton, diese Ski, diese Winter Profisportlerin. Ja, und oder auf jeden Fall ist eine Spitzensportlerin, die ist recht bekannt. Ja, was für gute Nadines gibt's noch? Ja, fällt mir jetzt nicht so ein. Auf in der Beschreibung werde ich dann halt auch einen bekannten Nadines aufführen. Ja, und ja, sonst fällt nichts mehr so einen Namen Nadine ein. Also, wie gesagt, den Klang mag ich sehr gerne, den Namen. Und dann sage ich mal, ich verabschiede mich jetzt, und falls euch das Video gefallen hat, dann hoch, was ich da runter, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.